Sam und Max Time. Hallo Freunde, willkommen zurück. Heute gehen wir mal ins Raumschiff. Erkunden das Raumschiff mal ein bisschen. General Stunkaffes fürchterliches Raumschiff. Gut getroffen. Schau mal, was da drin so alles zu holen ist. Das hier sieht merkwürdig vertraut aus. Schau an, Max. Das Kontrollzentrum für Invasoren vom anderen Stern. Ja, Alien-Raumschiff kennen wir. Können wir gleich zu dem Teil kommen, wo ich diese coolen Psychokräfte habe? Ja, das wäre nett. Wir müssen nur unseren Freund Hirnrinde anschließen und... Oh nein, es ist tot. Och. Sah es in der Zukunft nicht irgendwie feuchter aus? Wir müssen ihn irgendwie aufwecken, damit er uns erklären kann, was hier los ist. Nein. Mal gucken. Er starb zu früh, nehme ich an. Wie wecken wir ihn denn auf? Du musst irgendwann rausfinden, wie es geht, Sam. In der Zukunft war er am Leben. Na, das wird ja ganz schön schlau von mir sein. Ich frage mich nur, wie ich es anstellen werde. Guck mal. Hier oben. Das Max-Zeichen blinkt. Dann müssen wir bestimmt hier den... Die Zukunftsversion benutzen. Und zwar auf... Ihr habt es geschafft, Sam und Max! Das hier. Ihr habt mich vom Schlaf der tausend Tode erweckt! Wie habt ihr das gemacht? Na, das ist ja ermutigend. Also, wie haben wir das gemacht? Weiß nicht, das haben wir noch nicht gemacht. Ich hab's. Benutzt doch mal den Zukunftsvisor mit mir. Okay. Aber da kann man auch noch was gucken. Glückwunsch. Aha. Ein Moment. Da. Mit dem Knopf. Hey, das sind meine ganzen Sachen. Aha. Ihr habt es geschafft, Sam und Max. Ja. Ihr habt mich vom Schlaf der tausend Tode erweckt. Wie habt ihr das gemacht? Ganz einfach. Wir brauchten nur Stinkys Dämoneneintopf und Mama Boscos futuristischen Energiekern. Du hast mich schon verstanden, kleiner Kumpel. Wir müssen diesen Dämoneneintopf und Mama Boscos futuristischen Energiekern finden. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal nach Mama Bosco. Hinreisen. Aber wir können hier noch ein bisschen Sachen anschauen. Sieht aus, als hätte Stunkaffe schon vor 300.000 Meilen einen Ölwechsel gebraucht. Oh. Tja. Das stimmt. In einer besseren Welt könnten sich Erdlinge und Aliens in ihrer Bewunderung für coole Waffen vereinen. Okay. So, und den noch? Leer. Wie leer? Gab's hier noch was? Und das Gehirn? Aus dem Weg, Mädels! Champion auf Durchreise! Ach, Mann. Glückwunsch! Hey, Kumpel, wir wollten fragen... Euch anzutriggern habe ich schon lange genug zugehört. Grabt ihr mal schön eure eigenen Tunnel. Okay. Ich bin da mal auf All-Inclusive-Urlaub. Tschüss, ihr Tschüss. Trottel! Tschüss, viel Spaß. Und genau deshalb bleiben wir dieses Jahr zu Hause. Okay, würde ich auch so sehen, ne? Hm.
Komisch, hier liegt ein Helm und so eine Art Urlaubsticket. Alle Wertsachen, die von unseren Mitarbeitern konfisziert werden, kommen intergalaktischen Wohltätigkeiten zugute. Was für eine nette Geste. Wir sollten das da lassen, falls der Maulmann zurückkommt, Sam. Ich glaube, er lebt jetzt auf einer Farm und tollt mit anderen Maulmännern herum. Aha. Ah, schau mal, ob sein Geldbeutel dabei ist. Leider nein. Oh. Kann man noch ein Schild lesen? Fabelhafte Weltraumausflüge, Reisezentrum. Ja, das ist ja merkwürdig. Aha. So, dann bin ich wieder. Weiter geht's. Weiter geht's. Whee! Ja, dann hauen wir jetzt hier mal ab und versuchen mal nach die Mama Bosco zu kommen, ne? Na. Ich habe irgendwas im Auge. Ein Hasen. Tada. Tada. So. Hallo und willkommen zu einer neuen Interpretation der Computer-Obsolenz-Präventionsgesellschaft. Aha. Ja. Was macht ihr in unserem Auto? Ich sagte, ihr könnt so lange in unserem Auto abhängen, bis ihr was Eigenes gefunden habt. Aber das ist Monate her. Sie wurden zufällig ausgewählt, eine Gratis-Version des Crimetron XL zu testen. Ja. Wisst ihr, wo man ein Ding namens Energiekern finden kann? Das ist sein Problem. Wir mussten mit ansehen, wie Mama Bosco Leiterplatten schrottete, um ihren Energiekern zu bauen. Wir reden nicht gern darüber. Es war schrecklich. Oh. Wie sollt ihr uns denn bei der Verbrechensbekämpfung helfen? Klar, ein simples Handy ist leistungsfähiger. Max, das war aber echt nicht nett. Mit 16 MHz Highspeed analysiere ich Daten genauso schnell wie die am weitesten entwickelten Taschenrechner. Ah ja. Und was kannst du? Ich bin ein zweckmäßiges Telefon. Das wär's im Groben. Okay. Ihr Typen solltet ein Auge auf General Stunkaffe haben. Wir sind recht sicher. Er ist böse. Der Typ ist ein totales Kühlblech. Ein echtes Motherboard. Ich dachte, dass den jeder außer uns mag. Seine sogenannte Next-Generation-Technologie wird tausende hart arbeitender Computer und Roboter arbeitslos machen. Achten Sie auf das Made-on-Earth-Label, wenn Sie Technik kaufen. Was hat's mit der Gratis-Version auf sich? Sie wurden ausgewählt, mehr über das Crimetron XL zu erfahren. In einer Welt, in der Schläger und Superschurken die Straße regieren, werden nur die technologisch fortgeschrittensten Verbrechensbekämpfer obsiegen. Geben Sie Hinweise ein, die Sie gesammelt haben, und wir werden die Scheiße aus Ihnen rausanalysieren. Cool. Probieren wir das Crimetron sofort aus. Leider steht Ihnen Crimetron XL nicht in allen Regionen zur Verfügung. Wir suchen immer noch nach neuen COPS. Zum letzten Mal. Wir lassen deinen japanischen Roboterhund nicht bei uns mitmachen. Wir hatten das versprochen. Der Hund ist einfach gruselig.
Ja, welcher japanische Roboterhund könnte das sein, hä? Wer so weiß, schreibt es in die Kommentare, bitte. Was ist aus Blaster Blaster geworden, mit dem ihr immer rumgehangen habt? Er ist mit dem User Bosco nach Las Vegas, Nevada gereist. Was macht denn eine veraltete Daddelmaschine in Vegas? Er hat doch nicht mal Geld. Blaster Blaster hat nach der Kündigung seines Vertrags eine großzügige Abfindung von Pimp Le Car erhalten. Kein Kommentar, solange der Prozess läuft. Ist ja nett, mit euch Jungs zu plaudern, aber könnten wir unser Auto wieder haben? Wenn Sie irgendwo hin wollen, benutzen Sie die praktische Karte im Handschuhfach. Yep. Hey Sam, ist unser Auto nicht immer noch von Dämonen besessen? Es ist nicht so übel, solange keiner versucht, die Klimaanlage anzuschalten. Ja, das war... Bis dann, Cops. Zeilenende. Wozu haben wir ein Startkabel? Keiner von uns weiß, wie man das benutzt. Ganz einfach, Sam. Das rote Kabel kommt an den rechten Nippel. Das schwarze Kabel klemmt man an... Keiner von uns weiß, wie man die richtig benutzt, Max. Dann fahren wir jetzt mal nach Mama Bosco. Sollten wir uns erstmal hier ein bisschen auf der Straße umschauen. Hä? Nee, das habe ich gemacht, bevor wir los sind. Okay. Feuerleiter benutzen. Hier so schnell hoch. Klimaanlage. Tolle Sache. Leider nutzlos. Aha. Zinn. Was ist das? Der ist doch grün. Kann ich nur irgendwas machen. Der Name Bosco und Wissenschaft passen so gut zusammen wie Kirche und Staat. Okay. Ich hoffe, der Denkschwamm weiß auch zu würdigen, was wir veranstalten, um ihn wiederzubeleben. Du weißt ja, wie diese Intellektuellen sind. Wahrscheinlich gibt er damit an, dass er keinen Fernseher hat. Ah. Fürchtest du nicht auch manchmal, dass deine Zukunftsvision ein Missverständnis ist und Stunkaffe doch zu den Guten gehört? Zirken sind was für niedere Lebensformen, Sam. Ich bin der nächste Schritt in der Evolution. Ach du Scheiße. Na, wenn du es so ausdrückst, gerate ich gleich richtig in Panik. Deine übersinnlichen Kräfte sind ganz schön praktisch. Denke schon. Ach, nur schade, dass ich sie zum Abschlussball nicht hatte. Kopf hoch. Denk einfach daran, wie viel Chaos du beim Klassentreffen anrichten kannst. Ja. Ich bin erstaunt und auch enttäuscht, dass du so lange Präsident geblieben bist. Oh. Ja, dieser plötzliche Ausbruch der Beulenpest hat die Leute bei meiner Wiederwahl echt auf meine Seite gebracht. Aha. Da fällt mir ein, wo sind eigentlich Jimmy Zweizahn und seine Rattenfreunde? Komische Sache. Die hatten plötzlich einen Haufen Geld von einem anonymen Spender. Ich hoffe, die kriegen bald mal unser Gebäude repariert. Ich brauche eine Dusche. Ja. Wir könnten ja eine Zungenwäsche vornehmen, so wie Katzen und Stewardessen. Na gut, okay. Katzen und Stewardessen, aber sei im Genick klar. Vorsichtig. Da kriege ich gerne mal einen Ausschlag von der Krawatte.
Sybil hat uns eine Postkarte geschickt. Sie und Abe Lincolns Kopf sind immer noch in den verlängerten Flitterwochen. Aha. Und du sagtest, ihre Ehe würde nicht halten. Ich sagte, es sei eine Verletzung der Naturgesetze und die der meisten Religionen. Okay. Ich wüsste gerne, wie sie es auf einem anderen Planeten lebt. Wahrscheinlich so ziemlich wie hier, aber hüpffreudiger und mit mehr Methan. Mhm. Ich muss gar nicht auf einen methanreicheren Planeten, solange du in der Nähe bist, kleiner Kumpel. Okay. Das ist wirklich süß, Sam. Ja. Die Stadt sieht ganz anders aus als in meiner Erinnerung. Die seid Männer, New Yorker. Es ist eine Stadt und kein verdammter Kindergartenkampagne des neuen Bürgermeisters. Seine Antrittsrede war zumindest die mit dem meisten Wumms seit Jahren. Er hatte eine Halskette aus menschlichen Fingern. Prima. Ich hoffe sehr, dass General Stunkaffes Plan nicht aufgeht. Wie immer der auch aussieht. Naja, er ist echt charismatisch, Sam. Und er kommt aus dem All, das ist ein Pluspunkt. Du bist doch mein einziger behaarter, übergewichtiger, dominanter Control-Freak, Sam. Hey, danke, Max. Glaube ich. Okay. Und schön, wieder einen Fall zu haben. Zählt es eigentlich als Fall, wenn wir keinen Klienten haben und uns keiner bezahlt? Unser Klient ist die Gerechtigkeit, Max. Und die ist blind. Aha. Okay, das war's erstmal. Achte auf den Himmel, Max. Okay. Ich schieße, wenn er was versucht. Alles klar. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Wenn euch das Video gefallen hat, bis dahin, gebt ihm doch einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen runter. Aber dann mit Begründung bitte in die Kommentare. Bis dahin, euer The Steak. Tschüss.